Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 13. Ja, nächstes Spiel gegen Schalke. Wir sind... Oh, Regen. Wir sind Tabellendritter, die sind Tabellenvierter. Heißt, we must win here. Yes, my English is very good and now I'm going to commentate this gameplay in English and... Nein. Wen nehmen wir denn mal nicht mit? Das ist eine gute Frage. Milosevic. Könnte ein Fehler sein, aber naja. Ich mach doch einige Fehler. Also ist ein wichtiges Spiel. Auch das müssen wir gewinnen. Das wäre jedenfalls schön. Also müssen wir wirklich gewinnen. Jetzt ohne Witz mal. Es funktioniert wieder nicht. Die Einlaufhymne funktioniert irgendwie nicht mehr. Ich habe sie eben reingemacht. Was soll denn der Scheiß? Und schon haben wir den Ball. Und behalten ihn auch erstmal. Elia. Arnautovic. Ah, oh, Mann. Diego! Oh nein! Junge, was ist denn hier los? Ballverlust Alfai. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal mit der mit den Taktiken dauernd. So hammer hat das nicht funktioniert. Stark. Benzia! Alter. Wir fangen gut an. Oh, ich muss kurz was trinken. Huntela. Da. So. Arnautovic. Ballverlust. Und den behalten wir vielleicht sogar. Nein. Fast aber. So, diese. Den Spieler, den wir von Barca geliehen haben. Oh. Den werde ich heute auf jeden Fall debütieren lassen, ja. Glaube ich, wenn es irgendwie nicht zu eng wird. Was? War doch unser Einwurf. So, weg damit. So, Diego. Ach. So, nach super Anfang ist es jetzt ein bisschen lahmer geworden. Aber kann ich noch nicht übertreiben mit, weil eine halbe Stunde nicht mal gespielt ist. Ah. Holtby. Verfan. Nein. Das war schlecht. Das war schlecht. Schlecht war das einfach nur.
Also, Luis, von dir hätte ich mir mehr erwartet. Ach ja. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich Dingens raus... Habe ich das eben zu... Na, ich weiß es gerade nicht. Warum ich Petersen rausgenommen habe. Und zwar... Weil ich hoffe, dass er wieder so als Joker so einen guten Einstand haben wird. Ist ja letztes Spiel gegen Dortmund ein bisschen blass geblieben. Es war aber auch eine Mauer da hinten. Ui. Ey. Ey, komm schon, da ist doch nirgendwo ein Foul. Was pfeift er denn? Meine Güte. Nein, warum? Nein. Glück gehabt. Ganz dolle Glück gehabt. Weil das... Ich glaube, es war total schlecht verteidigt. Und die Bremen-Fans kommen. 0-0 würde mir eigentlich nicht reichen. Also, doch so ein bisschen schon, aber... Nö. Wetten, jetzt pfeift er ab. Oh. So, das weg. Naja. Halbzeit, ich hätte mir vielleicht mal die Spielstände angucken können. Was wäre. Wie wäre das denn gewesen? Gut, richtig. So. Ich setze einfach mal auf ihn. Kann sein, dass ich einen riesengroßen Fehler mache. Aber naja, so ist das Leben. Da ist er, Boris Galov. Guck mal, was er für Schuhe hat hier. Die alten von Nike, also die sind schon ein bisschen älter, langsam aber sicher. Auch der kommt nicht an. Was ist denn hier los? Ach. Alter, von der Sprintgeschwindigkeit ist Elia echt krass. Wenn er den, weil er den fast noch bekommen hätte. Da sollte er nicht hin. Da sollte eigentlich ein weiter, sollte Elia schicken. Ah. Er pfeift immer so eine Scheiße. Weg. Also, ja, wie soll ich sagen? Boris Galov verliert den Ball. Ey, schon wieder ein Ballverlust, so ein unnötiger. Und hier hatten wir wieder Glück. Also ist bisher irgendwie ein zähes Spiel. Foul. Schnell und oh, so schlecht. Was ich hier teilweise mache, was macht Alfei da vorne?
Ey, er versperrt mir noch den Weg. Meine Güte. Oder sie versperren mir beide den Weg. Oh gut, wenigstens habe ich wen verletzt. Ich meine... Entschuldigung. Ah. So, stark von Sokrates. Da ist er mal konsequent dazwischen... Konsequent dazwischen gegangen. Kein Kommentar. Scheiße. Ja, das ist jetzt ziemlich scheiße. So, De Bruyne und Pedersen. Ja, jawohl. Gut so, direkte Antwort. Samba, De Janeiro. Also das wollte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht zulassen, dass hier... Also nee, das... Also, ich wollte nicht zusehen dabei, dass... die jetzt hier gewinnen. Das wäre nämlich unsere zweite Niederlage in Folge. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende, deswegen nehme ich meinen Mund noch nicht zu voll. Und das sollte eigentlich gar nicht so ego werden, aber ich habe dann gesehen und dann zack, geschossen. Einfach nur aus Reflex. Die Testspiele überspringen wir wieder, gediegen. Ich will nur Spiele machen, die mit der Niederlande, die auch wirklich, also so Qualifikation oder so sind. Aber ich habe das Gefühl, die sind da schon durch. Ab. Oh, ich dachte Elfmeter, ich war mir so sicher. Glück gehabt. Schon wieder. Ich sag ganz schön oft Glück gehabt. Sprinter. Nein. Ah, ich hab's geahnt. Brisgarov, oder wie heißt, kaum zu sehen. Abseits. Doch, kein Abseits, aber Glück gehabt. Der, Dingens, der Luis, oh scheiße. Luis Holtby ist wohl nicht der Beste in Abschlüssen. Pass auf, die schenken mir noch einen ein. Ich sollte Hellseher werden. Ich sollte echt Hellseher werden. Ja, scheiße. Ey, was ist denn hier los? So eine Kacke. Ich hoffe, die überholen uns jetzt nicht, wenn sie gewinnen. Das wäre nämlich ziemlich bitter. Minuten. Und fast wieder ein Tor nach einer Ecke. Mielitz rettet uns. Und wieder haben wir Glück. Schön. Scheiße. Das war's. Das war's. Das war's, so eine Scheiße. Ach, fickt euch mit eurer ekligen Hymne da. Ein Leben lang.
Oh, Mielitz mit vorne. Seitwärts hier. Und Kontermöglichkeit. Vielleicht ist er drinne. Das wäre das 4:1. Nein. Sie pfeifen ab. Damit verlieren wir mit 1:3 auch gegen Schalke im zweiten Spiel. Das könnte uns Platz 4 bescheren. Aber langsam mag ich das nicht mehr, dass wir hier verlieren. Und dann auch noch gegen die wichtigen Gegner. Aber ich sag's noch vorher, ich darf sowas nie mehr sagen. Erinnert mich daran. Immer wieder. Bitte. Ich darf sowas nie mehr sagen. Nie mehr. So, Bayern zieht davon und Dortmund spielt unentschieden. Monatliches Scouting-Update. Nein, 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 nein. Nehmen wir mal mit. Nö, nö. Und nochmal nö. Das ist ein schlechtes Scouting gerade. Oh, wir bleiben Dritter. Glück gehabt. Ich glaube, wir hatten... Achso, wir hatten ganz schön viel Vorsprung. Arnautovic ist weg. Junuzovic, Elia, Ekichi und Sokratis. Yo. Oh, das ist irgendwie geil, dass so eine Mannschaft auf uns zukommt. Aber ihr schreibt, wie gesagt... Ihr habt das ja noch nicht hochgeladen. Und ich kann es jetzt kaum erwarten, dass wir... Was? Was? Halt, stopp! Ne, wartet mal, halt, stopp! Es ist jetzt 20:07 Uhr. Habe ich ihm auf Ja gedrückt? Nein! Ah, was ist hier los? 20:07 Uhr, dann nehmen wir das hier mal. So, wie weit sind wir im Kalender? Entschuldigung, dass ich jetzt so cheaten musste, aber ich will jetzt nicht, dass der Trainerjob auf einmal flöten gegangen ist. Ja, okay, dann lasse ich das jetzt so. Ich will da gar nichts machen. Ich wollte eigentlich nur sehen, dass Doyle voll wieder gesund wird, aber naja. So ist das dann halt. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.